Willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake im Wald, noch unter dem schützenden Licht, das wir jetzt wohl leider verlassen müssen, um unsere Frau zu treffen. Wir müssen gleich da oben, glaube ich, nee, von da kommen wir, ne? Ja, von da kommen wir. Okay, hier erstmal das Emergency Case öffnen, wo wir Batterien und Revolver, die wir nicht brauchen. Okay. Wir müssen immer noch Lava's Peak erreichen und haben Rusty verloren. Der ist in der letzten Folge leider verstorben. So, wir gehen. Peak lag am Ende des Naturlehrpfads. Jo, wir gehen aber vor nochmal, weil hier Pfeil sagt, wir sollen einmal kurz da lang. Und da hören wir natürlich. Auch wenn diese Höhle nicht sehr einladend aussieht. Nur um das mal nebenbei zu erwähnen. Ach, Moonshine Cave sind wir hier. Ist ja praktisch. Ja, haut ab. Perfekt. Ein paar Fledermäuse versteckt. Was haben wir denn da? Eine Schrotflinte. Das heißt aber auf der anderen Seite, was jetzt gleich vielleicht kommt, ist nicht so ganz so toll. Ich gehe trotzdem nochmal auf den Revolver. Und wir gehen mal zurück. Ich finde es echt blöd, dass man nicht so die Kamera so zentrieren kann, dass sie entweder links oder rechts ist. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, unkomfortabel. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt weiter. Ich wusste es. Gut. Los, lauf. Na komm. Güte. Meine Güte, wird zu einmal gucken, ob das Telefon funktioniert. Schon greifen sich die Besessenen an. Das gibt's doch nicht. Gut, aber hier ist niemand. Wir sind ganz alleine. So. Okay, wir müssen weiter. Wir müssen unsere Frau retten. Und wir haben einen Kontrollpunkt erreicht. Ich gehe mal kurz da lang. Wo kommen wir denn dahin? Da hinten ist auch was. Hier ist noch eine Manuskriptseite und eine, die wir noch nicht gelesen haben. Siehste, Barry trifft jetzt nämlich auf Rose. Niemand in Bright Falls schien zu wissen, wo Al war. Aber Rose, die Kellnerin im Restaurant, hatte ihn gesehen. Nach Barrys Wissen war Al wie vom Erdboden verschluckt, nachdem er das Restaurant verlassen hatte. Rose war die Art Fan, die Al hasste, aber sie wollte wirklich helfen. Außerdem war sie schlau, wusste viel über das, was in der Stadt vorging, viel über Al. Sogar, wer Barry war. Barry gefiel sie. Bei Frauen hatten Barry und Al nur selten denselben Geschmack. Das glaube ich. Ihr kennt ja Barry an sich im Let's Play noch gar nicht, aber ich sag mal so, die Aussage stimmt.
Gut, hier ist was oder ist hier nichts? Das ist nicht gut. Was ist denn hier jetzt los? Die Musik gefällt mir gerade überhaupt nicht. Ich glaube, der nächste Angriff der Besessenen steht kurz bevor. Einmal kurz hier hoch. Einmal kurz hier hoch. Kaffee und Souvenirshop. Ich glaube nicht. Boah, Alter. Erschreckt mich doch nicht so. Oh Mann. Das lief ja gar nicht gut. Lauf doch! Ah. Ja, Blendgranate und Schüsse, ja, ganz toll. Ach, siehst du, habe ich gerade gar nicht gesehen. Da haben wir noch eine Schrotflinte, eine zweite. Und ein wenig Schrotflintenmunition. Ich glaube, wir nehmen mal die Schrotflinte jetzt mal. Flinte jetzt mal zur Hand. Ich glaube, die brauchen wir jetzt. Gott, alter Ob. Alter Mann, komm. So, da ist Nummer 2. Und komm schon, wo ist Nummer 3? Da ist Nummer 3. Jawoll. So. Einmal kurz da hochlaufen, heilen. Uff. Wow. So, es sind aber keine Speicherpunkte hier, ne? Okay, es ist ein wenig ruhiger geworden. Ich wechsle mal wieder auf den Revolver. Und ich wünschte, ich hätte das nicht gesagt. Der große Alte, dieser gewöhnliche große Gebirgsdouglase, Pseuzuga, ja, ist ja egal, war über 200 Jahre alt, als sie 1937 durch einen Blitzeinschlag gefällt wurde. Legenden der Einheimischen nach reichte sie bis zu den Sternen. Nachdem sie umgestürzt war, maß man ihre Länge auf 66 Meter, fast ein Weltrekord. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier auf verlassen. Okay, ich würde jetzt einfach durchrennen. So. Lauf. Okay, du kannst nicht mehr laufen. Lauf. Los! Los, lauf doch! Alter!
Ach nö. Ach komm. Jetzt wirklich nochmal die Nummer. Ja gut, dann gehen wir aber gleich weiter. Das war ganz schlau. Ich bin im Licht, du kannst mir gar nichts tun. Die Frage ist, sind sie noch da? Oder nicht? Und schade, dass wir nicht mehr Kondition haben. Nur um das mal zu erwähnen. Natürlich kommt er wieder. Natürlich kommen sie alle wieder. War doch klar. Ey, das gibt's doch nicht. Vor mich doch verarschen. Was machen wir denn jetzt? Einfach das. Das machen wir jetzt. Aber den Kontrollpunkt nochmal neu laden. Und jetzt gibt's auf die Fresse. Komm. Ah. Toll, drei verkackt, ey. Mann. So, da kommt der nächste. Wow. Oh Mann. Okay. Schnell. Okay, durchrennen geht einfach nicht. Okay, das haben wir uns jetzt gemerkt. Wir haben nur noch zwei Schrotflintenschüsse. Das ist jetzt nicht sonderlich viel. Aber man kann es schaffen. Die Frage ist, lassen wir uns jetzt einfach darauf ein? Siehste! So geht's natürlich auch. Okay, wir laufen mal ein bisschen. Damit wir noch ein bisschen hochheilen. Habe ich gesagt, wir warten? Wir können nicht warten. Ach so, ja, gut. Gute Idee.
Mann. Boah. Alter Schwede. Meine Fresse. Boah. Ich werde nicht sonderlich alt heute. Boah, noch 19 Schüsse. Und die anderen Sachen, Mann. Noch 3 Batterien. Es sieht nicht gerade rosig aus. Okay, wir gucken mal in der nächsten Folge, ob wir das gewuppt wiegen, ob wir neuere Munition und den ganzen Kram kriegen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Alan Wake. Bis dann sage ich tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ich dachte gerade, da kommt jemand. Oh Mann. Tschüss.